willkommen zu einer neuen Runde Shisha-Team hier am Dienstagabend. Ne, bei euch wahrscheinlich nicht, aber... Bei euch wird es wahrscheinlich Sonntag sein. Stimmt. Sonntags haben wir unsere Videos. Mhm. Einen aber schönen Sonntag, Leute. Wir nehmen die Dienstags auf. Krass, Leute. Irre. Wie auch immer, wir haben uns heute einen neuen Tabak für euch rausgesucht. Und zwar... Ihr seht's, ich bin heute der Dirigent des Abends und werde euch wohlklingend durch das Konzert bringen. Ich kann damit auch nochmal zu, je nachdem. Ist in Ordnung, du kannst auch eine Dose in die Hand nehmen. Okay, die kann man also werfen. Wir haben hier, ihr kennt es sicherlich schon an der Dose, ihr seid ja Dosenexperten mittlerweile, den Tabak Al-Wazir Made in Germany 250 Gramm in der Sorte STRW Berry und Freezy. Was wird sich da rein? STRW Berry und Freezy. Was? Nummer 5? Nein, natürlich nicht. Nummer 17. Das war der Fehler. Ja, also ihr könnt es euch vielleicht denken, auch wenn es natürlich hart verschlüsselt ist, die Botschaft, weil ja keine Früchte mehr auf den Dosen stehen dürfen. Mhm. Wir haben hier die Sorte Erdbeere und Freezy. Also Minze wahrscheinlich. Irgendwas Kühles. Minze, Menthol. Wir werden es gleich herausfinden. Wie gesagt, von Al-Wazir 250 Gramm für 17,90 Euro bin ich der Meinung. Jawohl. Das ist richtig. Ich immer noch 50 Gramm mehr Tabak in der Dose für den gleichen Preis wie 187 ja, mit 16,90. Aber ja, in dem. Also in dem auf jeden Fall damit günstiger als viele andere Hersteller. Und deshalb auch so attraktiv zu kaufen und so. Ja, außerdem 250 Gramm, ihr wisst, wie schnell 200 Gramm mehr sind. Also, vielleicht 50 Gramm locker einen Tag länger. Ja, eigentlich gibt es gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich würde sagen, wir sind durch mit dem Video. Nein, Spaß natürlich. Gut, dann mache ich einfach mal nach dem Ende dieses Videos weiter mit dem Schnitt. Ich habe mir ja schon was vorbereitet. Ihr habt es ja vielleicht im Kopf gesehen. Ja, bei dem Schnitt von Al-Wazir kann man ja gar nicht so richtig Schnitt nennen. Ja, danke, danke. Ja, guck mal, jetzt kann ich nämlich auch ein Stückchen in die Kamera zeigen. Das ist klasse. Seht ihr es? Cool, oder? Ja, Al-Wazir, die benutzen ihr eigenes System quasi, um den Tabak von den groben Bestandteilen zu trennen. Und ihr habt hier dann insgesamt so ein mittelgrobes Bild, würde ich mal sagen. Ihr habt ein paar kleine Pflanzenfasern hier noch mit drin, so ein Blattast und sowas. Aber im Großen und Ganzen einfach ein ordentlicher mittlerer Schnitt. Super für den Bau im Tonkopf, auch mit Sieb. Und ich rauche das Ganze meistens in der Sapphire Powerball. Auch da gar keine Probleme, den Tabak wirklich locker zu packen. Die Molasse ist super gut aufgenommen. Ihr habt wirklich, ich würde sagen, gar keine Molasse. Wirklich, da bleibt nichts übrig. Nichts, Max. Nichts. Nichts. Gar nichts. Okay, sind wir uns einig. Ich muss ja so ein bisschen widersprechen, ich finde ihn relativ fein. Ja? Ja, also verglichen mit anderen Herstellern, wo irgendwie so eine Monsterblätter drin sind. Sowas hat man hier gar nicht bei. Und so ein paar kleine Tabakstränge, Strangulation. Ja, also ich würde sagen, der ist so mittelgrob bis fein sogar. Ah, okay. Okay. Aber der Schnitt ist ja auch gar nicht so wichtig, weil ihr wisst, wenn ihr euch nicht passt, geht mit der Schere ran oder dem Klebstoff in der Kurve einen Schnitt haben wollt. Genau, zweiteres davon ist abzuraten. Lass mich mal smoken und du kannst mal dran riechen. Jawohl. Richtig geile Erdbeernote dabei raus. Die erinnert so ein bisschen, finde ich, an diese roten Gummischlangen, die es so, keine Ahnung, auf dem Weihnachtsmarkt gibt und beim Süßigkeitenparadies, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr authentisch. Ein bisschen Chemie befangen. Oh, Chemie befangen. Das ist ein bisschen. Mir fehlen schon wieder die Worte. Findest du die Worte? Nein. Ich mach nur das Musical drauf.
Also so einen kleinen Anflug von Chemie habt ihr da schon, aber... Einen kleinen? Ich finde das... Also übelst nach Chemie-Erdbeere, aber nach der guten Chemie-Erdbeere. Gute. Also wie du schon sagst, diese Gummischlangen halt. Wo man sofort weiß, oh, das ist Erdbeere, aber bestimmt keine echte Erdbeere, die da liegt, sondern... Einfach krasser Erdbeerduft. Ja, das auf jeden Fall. Sehr süß, aber halt wirklich genau die Erdbeere getroffen. Und ja, riecht's auch freezy? Ist's freezy? Gar nicht so stark. Also, jetzt auch eine krasse Natur oder Pinzenot erwartet, aber die kommt hier gar nicht so durch. Ist es dann beim Geschmack anders? Der Geschmack? Oh, sorry, hab gesabbert. Weil der so lecker nach Erdbeer schmeckt. Na, jetzt mal Spaß beiseite. Ich persönlich finde den Tabak wirklich sehr, sehr gelungen. Wie im Geruch habt ihr im Geschmack diese, wie wir es beschrieben haben, diese künstliche Erdbeernote, wie ihr sie von so einem Fruchtschlangen da kennt? Ich glaube, von diesen, es gibt doch von Haribo keine Werbung. Diese Erdbeerdinger. Ja, stimmt, diese soften Erdbeeren. Eklig, deshalb weiß ich nicht genau. Aber die schmecken, doch, aber doch, so doch. In die Richtung geht so. Das geht in die Richtung von diesen soften Erdbeeren von Haribo, da gefällt mir. Dann habt ihr vielleicht eine Vorstellung, wenn ihr die noch probiert habt. Die Freeze-Note ist komisch. Also auf der Powerbowl ist sie definitiv da. Nicht stark, aber sie ist da. Hier finde ich sie sehr, sehr verhalten. Und ich als alter Sweet Breeze-Fan würde da schon wieder Sweet Breeze reinmischen wollen. Aber rundum trotzdem ein richtig vollmundiger, extrem süßer Erdbeergeschmack. Aber in verdammt gut. Ich muss sagen, ich bin Erdbeertabak-Fan und ich finde die Variation, wir haben ja schon einige ausprobiert, finde ich wirklich mit am besten, weil ich bin einfach Fan von diesem Chemo-Erdbeergeschmack. Aber da müsst ihr euch im Klaren sein, es ist keine natürliche Erdbeere. Und ich weiß, dass Max da vielleicht ein wenig widersprechen wird, wenn ich sage, ich finde den Tabak absolut hammermega geil. Nee, finde ich auch. Nee, also im Ernst, ich bin nicht so ein mega krasser Erdbeertabak-Fan, wie Adi zum Beispiel. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt ganz schon oft gesagt. Nicht rausschneiden. Nee. Cut. Das ist schon wieder. Also ich muss Aliga nur bedingt widersprechen. Ich finde, für den Erdbeertabak ist er wirklich, wirklich gelungen und ich glaube, es ist auch der authentischste und leckerste Erdbeertabak, den ich bisher gekauft habe. Ich muss gerade überlegen, gerade den Nameless Red irgendwie Erdbeertabak, der war auch ganz lecker. Der war ein bisschen saurer. Genau, ja, und kam eher an die natürliche Erdbeeren, hatte aber dadurch nicht die Intensität und Länge. Das stimmt. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Nichtsdestotrotz finde ich es jetzt nicht schön, dass wir den drauf haben. Ich ziehe auch gerne mit dran. Ich würde den dann selber nicht kaufen, weil ich eben kein Erdbeertabak-Fan bin. Aber vielleicht seid ihr Erdbeertabak-Fans und dann gibt es auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Und bevor es jetzt noch weiter eskaliert, würde ich sagen, wir haben auch schon wieder alles für den gesagt. Ja, das Video wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Sorry dafür. Tut uns leid. Kurz und knackig wollte ich gerade sagen. Soll ich das nicht mehr sagen? Nee, lieber nicht. Lange Zeit, kaum mehr heute mal wieder. Aber damit kommen wir zum Ende. Wir müssen nur noch sagen, vergesst nicht, unsere Social Media Kanäle abzuchecken. Genau, unten eingeben. Facebook, Insta, YouTube. YouTube, guckt auf YouTube vorbei, falls ihr schaut nicht auf YouTube. Da gibt es einige Videos, wir haben schon viel getestet, schaut da mal rein. Und wir werden auch nächste Woche wieder was für euch testen. Von daher, bleibt auf jeden Fall am Ball. Abonniert uns. Bitte. Lass noch eine. Oder zwei. Und dann, ja, sind wir raus. Sind wir raus, ja. Denkt dran, Leute, vom 26. bis 28. April findet wieder die Shisha-Messe in Frankfurt am Main statt. Also Tickets kaufen, wenn ihr hin wollt. Lohnt sich auf jeden Fall. Riesengroß, viel zu sehen. Wir haben auch ein Video schon vom letzten Jahr mal hochgeladen. Guckt mal da rein, vielleicht sagt euch das ja zu. Und vielleicht sehen wir uns ja da. Auf jeden Fall, wir würden uns freuen und wenn ihr in Berlin wart, weil ihr aus dem Raum Berlin kommt, dann nehmt das bitte nicht als Beispiel, wenn ihr das erste Mal bei der Shisha-Messe wart. Das war furchtbar. Ja. Also überhaupt gar nichts verschönigen, das war einfach furchtbar.
Und Frankfurt ist das Nonplusultra. Nochmal 2 Zehnerpotenzen höher. Ihr werdet da einfach erschlagen von Herstellern, von Goodies, die in die Mengen geworfen werden, von Mengen. Da sind einfach 10-mal mehr Leute da. 10-mal mehr Hersteller auch. 10-mal mehr Hersteller auch, genau. Es ist einfach völlig eine Eskalation in Frankfurt. Immer wieder ein geiles Event. Also, wenn ihr das kleine Geld habt, euch da mal hinzubegeben, dann tut das für jeden enthusiastischen Shisha-Raucher auf jeden Fall ein definitives Muss, ja, da hinzufahren. Ja, allein wegen uns, weil ihr könnt uns ja dann die Hand schütteln. Boah. Okay, wir sind raus, Leute. Macht's gut. Jetzt kommt noch 4 Dings, Tabelle und so. Tschüss. Tabelle. Ja, das ist ja voll gut, ne? Seit guckst du unsere Videos, Digga? Eine standardisierte Einwendung. Das war doch nur so aufgegriffen, damit jetzt die Leute merken, wir machen das schon die ganze Zeit. Die können alle Traumationen verdammt. Nach 5 Kategorien oder so. Müsst ihr mal zählen. 1, 2, 3, 4. Müssen 5 sein. Ja. Also ich wollte noch was loswerden. Jetzt im Auto war das Platz. Für die Leute, die sich denken, warum ist die Bewertung bei uns immer so krass? Wir werden von keinem Hersteller bezahlt oder sonst irgendwas. Wir kaufen uns den Tabak wirklich selber. Es gibt ganz, ganz wenige Videos, da haben wir den mal geschenkt bekommen aus dem Loyal-Shop in der Altstadt Spandau. Schaut da mal vorbei. Und ansonsten, wie gesagt, kaufen wir uns den selber. Wir geben eine ehrliche Bewertung ab und wir bewerten natürlich das, was uns gefällt. Wir machen keine Videos mit Tabak, der uns überhaupt nicht schmeckt, weil wir wollen euch nicht mit einer negativen Rezension irgendwie vom Tabakkauf abhalten. Wir wollen einfach positive Rezensionen geben und euch zum Tabakkauf anregen, damit ihr auch was davon habt. Also nicht das Video schauen und sagen, ja toll, den kaufen wir jetzt nicht. Sondern genau andersrum. Wir wollen halt, dass ihr euch freut, ja, wieder ein geiler Tabak, den wir uns zubringen. So, jetzt aber. Musste ich mir mal von der Seele reden. Ist gut. Ich finde, das hast du wunderbar formuliert. Danke. Da gibt's auch nichts. So, jetzt der Smoke-Ball. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Alter, was ist los bei dir? Ich dachte, das ist ein schöner Abschluss, oder?